Lieber Chat, einmal hallo YouTube reinschreiben. We are back mit Twitch Clips Germany. Let's go. Neues Headset ist an. Essen ist bestellt und wir gehen rein. Das kommt wieder auf YouTube und wieder wie gewohnt bei TCG Online. Das heißt, ich freue mich übertrieben drauf, wieder die Reaction auf Clippys Kanal zu sehen. Er hat es geschafft, es freizulegen. Also, let's go. Wir gehen rein in die Reaction. Und ich hoffe, es wird mal wieder richtig, richtig, richtig nice. Aber ich meine, ich erwarte nichts anderes tatsächlich von Clippy. Ich hoffe, dass es halt mega funny wird und ich hoffe, dass nicht allzu viele Erschrecker da sind. So, Twitch Clips Germany ist oben und 190, here we go. Mal ein bisschen lauter machen. Hi, ich bin Freaky Nikki und wenn ihr geilen Clip-Loot haben wollt, Captain Clippy hat alles, was ihr braucht. Also viel Spaß beim Durchsegeln der Twitch Clips Germany Compilation und viel Spaß. Na, sie ist so sweet einfach. Sie ist so, so fucking sweet. Ja, Chat, einmal bitte hallo YouTube reinschreiben. Ist wichtig und richtig. So, let's go. Was wollte ich sagen? Ich würde mir das mit dem Maus und Keyboard oder Tastatur. Was? Ja, ich bin eine Pust. Was? Was wollte ich sagen? Ich würde mir das mit dem Maus und Keyboard oder Tastatur. Ich habe keine Ahnung, was sie gesagt hat. Irgendwas mit Keyboard oder Tastatur. Oh ja, ich bin eine Pusteblume, nur mit Federn. Blas mich und ich mach Puh. Ich kenne andere Sachen, andere Individuen, außer Pusteblumen, wo man auch, wenn man doll genug bläst, die so Piu machen. Erratet, was ich meine, Chat. Erratet. Was passiert hier? Oh, da geht eine Tür auf. Ah! Ah! Alter! Hier halt Land oder Kuppe. Stamm bei Ausgang von der Kreuzung. Nice! Krass. Ja! Boah, ich war gerade so, hä? Hä? Ich war so, wie konnten die denn wissen, dass dieser Alarm losgeht und sie ihre Flöte parat haben und dann halt direkt und dann... Jetzt ist es aufgezeichnet. Okay, I got it. Okay. Aber die Kalimbas, meine Damen und Herren. Tada! Also bis gleich. Pipi-Pause. Pipi-Pause. Oh nein! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Ich kann auch. Ich kann ja auch steuern! Alarm! Hör auf zu fucking! Sehr geil. Das ist eine Original Sealed Konami Box. This side up top. This side up top? Welche denn jetzt? Ihr könnt das doch nicht hier hinkleben und dann da hinkleben, was? Dort dir. Gib mir Tiernamen, Schmetterling. Und gib mir böse Tiernamen, böser Schmetterling. Sag mir was Dreckiges. Küche. Gib den Ring her. Dann kommt die Sequenz. Der schwarze Reiter hat euch erwischt, der eine Ring wurde euch genommen und zu seinem Schöpfer Sauron zurückgebracht. Eure Quest ist fehlgeschlagen. Oh nein! Und ich stelle gerade fest, dass die Speicher-Autospeicherfunktion nicht. Oh mein Gott! Er muss von ganz Anfang anfangen? Oh mein Gott! Oh Gott! Oh, jetzt, ich habe so Mitleid mit ihm, wirklich. Okay, das Kameraden, installiert ihr Dings. Vollgeist. Da hat doch Vollgeist. Ach, du hast doch Vollgeist. Der war gut.
Nackte Männer geht mein. Ja! Nackte Männer. Ich war auch da. Ich war auch da. Ich war auch in der Entwicklung dabei, Chat. Ich war bei dem Stream. Ich habe sie reingespammt, so dass Denergy sogar gesagt hat, so, Eva wurde schon seit vorgestern reingespammt. Wir schauen uns jetzt Eva an. So, ich habe wirklich alle 30 Sekunden Eva's Core reingespammt. Ein paar andere auch, aber ich habe halt, also die anderen meinten so, Eva's Core oder. Und ich war so, nein, Eva's Core. Nein, nein. Und es ist so ein geiler Song entstanden, das ist so geil. Ja, Mann. Der Hammer. Ich liebe diesen Song. Also gäbe es den auf Spotify, no joke, er würde in meine Liste wandern. Okay, danke. Ach hier, da ist ein Gras davor. Okay. Habt ihr das andere? Ja, wir lieben es. Oh, die haben erstmal eine Unterhaltung. Oh, die haben ein Kind gemacht. Die haben erstmal eine Unterhaltung. Also, Hallöchen, ich bin... Ach, so funktioniert das. Lol. Zählt das dann auch mit dem Chat? Und wer von euch ist jetzt schon von mir geschwängert worden? Würde mich interessieren. Könnt ihr ja mal reinschreiben. Hallihallo Katatsuri. Oh, sie ist so ein wundervoller Mensch. Ey, wirklich, no joke. Ich beneide Katatsuri wirklich extrem krass für ihren klaren Kopf. Ich beneide sie so krass. Wirklich, ich habe sie jetzt getroffen. So, wir haben zusammen halt so ein Projekt vor. Und sie so, okay, das wird gemacht, dies wird gemacht, jenes wird gemacht. Und ich bin so, hallo, ich bin Katja und ich bin auch dabei. So, und sie ist halt so voll klar, voll in der Linie. So, okay, das wird gemacht. Das wird gemacht, das wird gemacht. Und ich bin so, nein. Was war nochmal der fünfte Punkt? Ich hab's nicht ganz verstanden. So, ungefähr. Lapschecker, 100 Bits, wo bleiben die Alimente? Ah, okay. Ja, muss ich nochmal gucken. Ich bin Kater, ich bin Gott, finde ich eine Begrüßung für die Zukunft. Ja, oder? Das große Macht für große Verantwortung. Ich kann euch alle auch einfach umbringen. Wow. Hallo. Oh, fuck my life. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh, warum bin ich denn heute so schreckhaft? Da können jetzt einfach nicht gegen angehen. Das geht jetzt einfach nicht. Was? Das ist jetzt einfach die Base Stability der Meister hier, ne? Au! So viel dazu. Ich zieh mich ganz schnell um nochmal und dann geht's mit Elden Ring los. Ah! Oh. Ich hab vergessen, mein Headset abzunehmen. Okay. Wir sind noch online, ne? Wir sind noch online, oder? Bitte nichts Verschlimmeres, sondern... Ach, das muss schon passieren. Online. Leute, ihr kennt doch meinen... Oh nein! Geil. Das kenne ich. Oh, das kenne ich. Mir ist schon so oft eine Wasserflasche runtergefallen, weil ich genau den Move gemacht habe. Das hier habe ich mir gekauft, weil ich hatte ja dieses Kleid von Sam an und das war blau. Ach, grün. Ach, blau. Ach, grün. Braun war es. Braun war es. Und das ist auch ein braunes Kleid. Okay. Was? Achso. Ich dachte gerade, seit wann ist bitte Sandy Jackson eine VTuberin? Ich weiß, dass der Ofen noch rein ist, weil meine Pizza noch drin ist. Chat? Ihr wisst sowas, ich weiß sowas nicht. Ich war viel zu doll im Stress.
Wer hat denn jetzt eigentlich gewonnen? Every Luna Ever oder Simsalabims bei den Schachturnier? Ich wusste nicht mal, wann das stattfindet. Also ich hab's halt nicht verfolgt. Luna hat gewonnen. Ah, okay. Na dann, eine wundervolle Zweitplatzierte vom TCG Schachturnier. Da oben? Ich bin, glaube ich, in meinem Leben bestimmt schon 5-mal gegen eine Laterne gelaufen, weil ich aufs Handy geguckt habe während des Laufens. Weil ich irgendwie Google Maps auf hatte und dann musste ich irgendwie gucken, wo ich hinlaufe und dann bam, voll gegen die Laterne. Das war funny. Das fand ich gut. True. Ah! Soll ich mich auch erschrecken? Okay, my friends. Now we have our little very sunburned sky. And yeah. This is a little bit different and now. Finde ich gut. Finde ich gut. Steht ihm. Finde ich gut. Also, warte, nee, warte, logisches Denken. Wir haben 4 von diesen Dingern und das Gesamtteil wiegt 200. Das heißt, eins wiegt 50, ne? Dann muss ich eigentlich nur das hier ab... Also ich muss eigentlich nur das hier abbekommen und... Ja, diese Schmelzschokolade ist der Teufel in Person, das kriegst du... Das kriegst du so nicht ab. Das musst du wirklich irgendwie anders machen. Schneiden am besten. Oh, mein Finger hat geknackt. Wie konnte das bloß passieren? Wie konnte ich dich finden und wieder verlieren? Ich wünsch mir eine Zeitmaschine. Oha, der kann voll gut singen. Oha, der kann richtig gut singen, Leute. What the fuck? Herr. Digga. Herr, dein Name ist viel, viel zu fucking lang. Herr. Anastasia unterstrich R. SE unterstrich Official. Melotornix. Magst du nicht irgendwie was? Magst du nicht mal so ein bisschen kürzer? Also zum Beispiel in deinem Logo ist ein A und ein R. Vielleicht AR Official Melat. Das letzte weg. AR Official. Oder so. Oder das Melat. Tornix kann ja drinbleiben, aber das andere? Eine Reise zurück. Du hättest mich nie abgeschrieben. Ich würde eine zweite Chance kriegen. Finde ich gut, war sehr schön. Dass es nicht sein kann. Ach so. Ach so. Okay, Anastasia, Rose... Official ist der Kanal und Melatonix ist zu Gast. Ah, Toulouse und Talari, danke euch. Das hätte man besser hinschreiben können. Weil ich war jetzt gerade so, Bruder, da sind 4 Wörter und die sind alle so lang, what the fuck. Okay, alles klar. Dann an Melatonix. Wundervolle Stimme. Hat uns sehr gefallen. 3 Dimensionen sind mindestens eine zu viel. Nein! Also ihr sagt jetzt gerade, oder ihr tut so, als wäre es mega logisch und einfach. Dann würde ich euch bitten, mir das im Chat mal zu erklären. Denn es sind 3 Dimensionen. Ne? Habe ich auch erst gedacht. Das heißt, wir haben hoch und runter, dass ich vielleicht erstmal auf der richtigen Höhe sein muss. Dann muss ich auf der richtigen horizontalen Achse sein. Und dann muss ich in der richtigen Entfernung sein. Ne? Das wäre halt dann logisch, aber es funktioniert nicht.
So, okay, ich kann hier keine Dings mehr bauen. Krieg ich hier eine Kanone rein? Nein, ey, dieser Balken. Jesus. Ja, schön rein. Okay, das Ding nicht gut. Ah, okay. Ja, da bin ich runtergefallen! Alles klar! Oh shit! Ist alles in Ordnung, Leute. Das macht manchmal keine Sorge. Und Theo, du hast mich getötet! Es ist nichts passiert, es war im... Oh mein Gott! Ich hab... Ah, oh, was ein Gamer hat. Und jetzt fliege ich auch noch davon. Ich moonwalke vorwärts. Was auch immer mache ich. Ich weiß nicht, was ich da mache. Ich hab eine saucoole Pose. Ich bin am Gamen. Im Eis eingefroren ist. Wer ist der beste Liebhaber der letzten 1000 Jahre? Ötzi. Ungefähr 5000 Jahre in einer Spalte und immer noch steif. Oh mein Gott. Gar kein Doppel. Oh, shit. Oh, und zack, das nächste Problem. Ich sehe mich. Oh je. Yeah. Also der. Oh, wow, Dirk. Oh, wow. Oh, wow. Wow, einfach wow. Da, meine Damen und Herren, das bin ich mit meinem alten Kitty-Headset. Woo. Let's go. Perfekt. Was? Doch, total. Das ist mega witzig. Ihr wisst, ich muss das machen. Okay, also wenn ich so rede und dann halt irgendwas... Nee. Also da fühle ich halt jetzt auch gar nichts. Zum Ohr hin und weg. Zum Ohr und hin und... Okay, ich spüre da, ich merke dabei gar nichts. Nee, ich merke da einfach gar nichts. Was? Doch, total. Das ist mega witzig. Clippy hat zugegeben, dass er das einfach nur reingenommen hat, damit wir bescheuert aussehen, wenn wir das nachmachen. Wenn ich das so mache, dann geht das irgendwie nicht. Siehst du, was ich mache? Ich mache so den hier. Was bekommt man denn dann? Hä, was ist denn das? Ich muss mal... Hä? Ich weiß es nicht. Passiert gerade was? Hallo Chat, wie geht es euch? Ich teste dumme Sachen, die Freuds mir gesagt haben, damit ich komplett dumm aussehe. Und angeblich soll das irgendeinen Unterschied machen, aber es macht nicht wirklich einen Unterschied. Okay. Hier wird gezeigt, wie ihr den Backofen super easy... Oh no! La da 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 da. Every Luna ever! Die Gewinnerin des TCG Schachturniers! Niers, Niers! 2023! Woo! Die Siegerin! Let's go. Kannst du springen? Pernikus, können Sie springen? Ezio, helf mir! Das war ein Nein. An den Füßen Kartoffelsalat. Oh, das ist PUBG. Jetzt erkenne ich's. Oh, okay. Ich habe keinen Hut auf, ich habe keinen Hut auf, ich habe Kartoffelsalat am Kopf, ich habe Kartoffelsalat, Kartoffelsalat, überall. Ja, Koka, kannst du? Geht. Ich glaube, ich habe mich beruhigt. Bitte entschuldigt meine Ekstase. Die richtige Mischung aus Spannung und Humor prägten damals wie heute Let's Plays von Gronkh. Er ist nie um einen flotten Spruch verlegen, wie etwa den Karlauer, den wir euch hier eingebunden haben. Bestimmt wieder ein großartiger Gassenhauer. Wo habt ihr das denn ausgegraben? Woran erkennt man, dass Camembert noch gut ist? Man fragt Camembert nie. Ist mal blöd. Okay, den muss ich nochmal sehen. Sein Blick ist einfach beste. Oh, zu geil. Wie etwa den Karlauer, den wir euch hier eingebunden haben. Bestimmt wieder ein großartiger Gassenhauer. Wo habt ihr das denn ausgegraben? Woran erkennt man, dass Camembert noch gut ist? Man fragt Camembert nie. Thank you.
The pain. Blöd, dass ich hier... Das hilft mir nicht. Besser nicht. Das muss nicht gepaddelt werden. Besser nicht. Schlüssel ans Schloss. Nein! Oh! Okay. Aber er lebt ja noch. Oder? Kribbelt das bei dir auch mal im Bauch, wenn du irgendwo runterspringst? Nein, aber immer wenn ich Zeit mit dir verbringe. Oh, du bist so romantisch. Entschuldigung. Entschuldigung. Ich ertrag so viel Liebe nicht. Ich hab nicht genug Herz dafür, you know? Ja, aber nur weil du die Romantik in mir wächst. Oh mein Gott, hör auf damit. Aber du machst mich zu einem besseren Menschen. Oh. Schlotz, ich komm jetzt in die Bohnen, wir müssen hier noch rein. Ach so. Oh, wie ich so eine Sprüche hasse. Nicht sie ist cringe, die Sprüche sind cringe. Oh, holy. Mandeltee klingt krass. Details? Ja, da werden von echten Menschen aus dem Hals die Mandeln rausgeschabt, die werden dann getrocknet. Dann sammelt man die in einem Teebeutel und dann machst du heiß Wasser drauf und das ist dann Mandeltee. Klingt logisch natürlich. Ja, kann ich so als MFA bestätigen. Hm, ja. Ratet mal, wo eure ganzen Mandeln abgeblieben sind nach den OPs. Ah! Oh! Hör auf! Ich drücke! Ich drücke doch! Ich drücke R! Ich habe R gedrückt! Warum habe ich R gedrückt? Aber mit einer Überzeugung. Ich habe es mit Überzeugung gedrückt. Natürlich klar, dass die hier kommen. Ah, das darf nicht kaputt gehen. Oh, das ist ein Puzzle. Ist ein Puzzle. Ja, komm mal her, du! Schön, hä? Und dann noch eh noch der Fresse. Aber es durfte doch nicht kaputt gehen. Es ist ein Puzzle. Manche, aber das sind super selten irgendwelche Typen. Die fühlen sich davon getriggert, wenn Frauen streamen. Aber bei Männern wäre es dann okay. Weil ich werde euch, ich ziehe euch mit meinen Reizen das Geld aus der Tasche. Merkt ihr das nicht? Ich bin zu sexy. Giegel. Manche, aber das sind super selten irgendwelche Typen. Die fühlen sich davon getriggert, wenn Frauen streamen. Kann ich bestätigen. Aber bei Männern wäre es dann okay. Kann ich auch bestätigen. Weil ich werde euch, ich ziehe euch mit meinen Reizen das Geld aus der Tasche. Merkt ihr das? Ich habe eben gerade noch gestreamt, bevor die große Pause kam. Ja, ich ziehe meiner Community auch absolut mit meinen extremen Reizen, meinen sexy Reizen, das Geld aus der Tasche. Look how sexy it is. So kennt man uns. Wir ekelhaften Weiber, Frauen, ja. Man kennt uns. Nur das eine im Sinn. Und zwar Geld. Es ist natürlich nur geschlechterabhängig. Und wenn Männer Geld geil sind, das ist dann voll okay. Aber bei Frauen, dann ist es direkt, oh, schwierig, weil das sind ja Frauen, die geldgeil sind. Schwierig. Das geht dann nicht. Wenn Männer geldgeil sind und sagen, los ne Doni hier, los Dings da, das okay. Das okay, weil es sind Männer. So,
einmal ganz kurz klargestellt, damit man weiß, wo wer hingehört, ne? Osi, ich grüße dich. Kenne ich. Dieses Gedankengut kenne ich auch zu gut. Das nicht. Ich bin zu sexy. Ich auch. Ich bin auch zu sexy für diese Welt, you know. Es ist einfach so. Das ist einfach so. Ich bin einfach zu sexy. Ja. Man kennt mich auch nur im Bikini vor der Linse. Nur, ich habe gar nichts mehr Richtiges zu anziehen. Klar. Spiegelblinker Schulterblick, Spiegelblinker Schulterblick, Spiegelblinker Schulterblick, Spiegelblinker Schulterblick, Spiegelblinker Schulterblick, Spiegel, ich fahr fast in den roten rein. Spiegelblinker Schulterblick, Spiegelblinker Schulterblick, Spiegel, Spiegel, Schulterblick. Fast. Mitspielen geht da immer. Moment. Junge muss an die frische Luft. Was ist das für eine Blu-ray? Kann mal jemand googeln, was das für eine Blu-ray ist? Der Junge muss mal an die frische Luft, die nehme ich jetzt mit. Die ist noch verpackt. Geil. Was sind das Grüne oben im Spiegelschrank? Dextrolyse, sag schon. Tiramisu. Wie heißt es denn? Nein, so ähnlich. Ich hatte auch gerade Dextro Energy im Kopf, aber das ist der Traubenzucker. Listerin. Dentagard. Nein, warte, ich komme gleich drauf. Nicht der Dentagard-Biber. Hallo, ich bin ja dann doch gleich weg. Nein. Es ist, ich hab's gleich. Mundspülung. Und die heißt? Listerin. D-Amphetamin. Nein, irgendwas mit D. Wie heißt es denn? Es heißt Listerin. Hab ich gesagt mit D. Wie komme ich auf D? Naja, waren halt natürlich auch viel so aus der Werbebranche, aus der Produktionsbranche. Aber ich frage, Hilfe! Adam hat mich im Kofferraum eingesperrt. Ich will raus. Nee, das stimmt nicht. Ich will auf den Ball fahren. Nein. Und genau deswegen erlaube ich das nicht, Chat. Ich weiß, wie gemein ihr sein könnt. Epsilon Alpha ist das Paradebeispiel dafür, dass ihr gemein seid. So, genau deswegen erlaube ich euch das nicht. Ihr würdet hier nur Scheiße bauen. Nur, ihr würdet mir hier die ganze Zeit irgendetwas reinhauen von irgendeinem Sound, damit ich mich entweder erschrecke oder irgendeine Straftat einfach im Raum steht, die ich gemacht haben soll. Du sei mal ruhig, Koka. Du sei mal ruhig. F? Aber F ist besser als D, oder? Mit A, B, C, D. So, jetzt aus, ja. Also ich sage, wie es ist, ne? Normalerweise. Wollte dir deinen Gag unterschießen. Ja. Auch. Was passiert hier? Es gibt X-Faktor, das Unfassbare! Klar. Wisst ihr, warum ich das so funny finde? Zeige ich euch im Nachgang, warum ich das jetzt gerade so funny finde. Oh, wie funny. Okay, I love it. Ha, ha, ha. Aber jetzt mit alles einfach, ne? Ich war bei Twitch Clips Germany. Ah! Das ist weird, dass ich so bin. Oh, also, ich bin so doof. Ich bin Ist okay. Okay, wir schneiden die Avocado. Ah, ich bin noch dümmer, noch dümmlicher.
Alles gut. Den musst du nicht. Ah, ich bin der Dümmste. Was machst du da? Ja, mit fragt nochmal die KI. Wie alt ist die Twitch-Streamerin Didoni? KI antwortet wieder, Didoni ist 24 Jahre alt. Ich weiß nicht, wo es herkommt. Ich habe wirklich keine Ahnung. Dann antwortet Yamit, das stimmt nicht. Die Twitch-Streamerin Didoni ist 47 Jahre alt. Daraufhin die KI, oh, das tut mir leid. Die Informationen, die ich habe, sind nicht aktuell. Danke für die Korrektur. Kein Problem, bitte merken. Verstanden, danke. Ich werde sicherstellen, dass meine Informationen zu Didoni in Zukunft korrekt sind. Fuck you. Ja. Warte, ich muss, warte ganz kurz, ich muss intervenieren. Ja. Schatz, ist das dasselbe Brot? Falls ja, ist ganz lieb gemeint. Ich kann es aber wirklich leider nicht essen und muss es dir zurückgeben. Da ist nämlich Kümmel drauf und ich bin gerade fast gestorben. Ich hasse Kümmel wie die Pest. Ich krieg bei Kümmel wirklich Würgereiz. Wir haben einen Beziehungsmoment bei Olli und Anna gerade. Ist lieb gemeint, aber ich kann das leider nicht essen. Ich weiß, das ist toll, dass du dir so viel Mühe gegeben hast. Für dich. Anna flippt gleich. Du isst es nicht. Ja, weil es Kümmel ist. Ich koch nochmal für dich. Das hast du nicht gekocht. Ich koch nochmal für dich. Mal. Oh, jetzt, oh Gott, jetzt stinkt, jetzt sinkt, jetzt. Irgendwas allergisch. Jetzt der Haussegen schief, Freunde. Ja, also. Ja. Ich weiß nicht, ob ich irgendwas dazu sagen kann oder darf, ohne Ärger zu bekommen. Ich weiß nicht, ob was ich sagen darf, ohne von ich kann gar nichts sagen. Ich sage einfach gar nichts. Dann kriege ich von beiden Seiten nicht aufs Maul. Ich sage einfach gar nichts. Gar nichts. Ich sage dazu, dass ich gab keine Meinung dazu. Doch, ich habe eine, aber ich sage sie nicht. Weil sonst kriege ich aufs Maul. Von irgendeiner Seite. Und darauf habe ich keinen Bock. Ja. Doch, man sagt ja, also, der Klopfer sagt ja, wenn man nichts Nettes zu sagen. Okay, ich habe Nettes zu sagen. Also, so wie ich Ivraldis kenne, ist sie eine mega supportive Woman und ist ultra lieb und hat sich bestimmt kurz in dem Moment geärgert, weil sie sich so Mühe gemacht hat. Und deswegen eventuell halt so einfach traurig war. Und so wie ich Olli kennengelernt habe, ist er voll der supportive Dude. Voll der supportive Dude. So, allein, dass es im Nachgang kommt, ich weiß, dass du die Mühe gemacht hast, aber ich kann Kümmel nicht. Ist halt voll gentlemanlike. Weil wie gesagt, ich habe schon andere männliche Erfahrungen gemacht, die dann halt das einfach nicht gegessen hätten oder gesagt haben, ja, scheiße. So, voll supportive. Beide sind wundervolle Menschen und es ist komplett normal und komplett gesund, auch mal einen Streit, obwohl das jetzt gar nicht wie ein Streit wirkte, aber einen Streit zu haben. Oh, doof, dass es jetzt gerade on cam war, aber es ist komplett normal und ich finde so, wie die es jetzt gerade... Ich meine, guckt mal, das ist doch voll human noch. Ist doch voll human. Vor allen Dingen auch richtig nett. Einfach Olli hat mir dann so beim Kochen voll geholfen. Hat mir dann gezeigt, wie man was schneidet und so. Ich finde einfach, und sie ist halt auch so ein Zuckerstück. Ich bin von beiden ultra der Fan. Ach, nochmal, für dich war aber auch weh. Jetzt, oh Gott, jetzt stinkt, jetzt sinkt, jetzt. Irgendwas allergisch. Jetzt der Haussegen schief, Freunde. Ja, also, ja. Ich glaube, das war jetzt einfach nur für den Fun. Ich glaube, das ist gar nicht ernst gemeint. Ich glaube, das ist so 0,0 ernst gemeint gewesen. 0,0. Ja, Eistee macht mich lustiger wacher als Kaffee. Ja, ein Flügel. Ha, stimmt. Das ist der heutige Prank. Drei Herzen sind sehr süß. Gott sei Dank sind es heute keine Badelatschen oder so, wie manchmal anders. Oder Blobtiere. Sehr oder geil. Oder Maid-Dresses. Ja, irgendwann was so ganz cool. Unauffällig ist, dann sind überall Schaufelradbagger. Ja, oder Züge, ja. Und sind auch wieder drei Herzchen drin, ne? Ist das so ein Running Gag? Moment. Weiß ich nicht. Oh, den habe ich jetzt so null verstanden. Es tut mir leid. Also sorry für alle, die... Ich habe den gerade... Für alle, die jetzt im Nachgang gucken und zu denken... Findet ihr das genau? Ich habe den null verstanden. Sorry. Vielleicht kann ich mir einer aus den Kommentaren erklären.
Ich habe keine Ahnung, ich habe ihn nicht verstanden. Oh, aua, 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 aua. Oh, ich lebe noch. Alles gut. Ja, gut. Da war ein Netter. Da dachte er sich mal, ich gönn. So, hier mit dem Revolver, Alter. Zack, einen drauf. Hä, was? Als ob, ja, als ob, nee. Angebrannt haben oder sowas. Der hat mit dem Ding dieses riesen andere Ding getötet. Crazy. Oh, scheiße, ich hatte den falschen, oh, oh nein, oh nein. Oh mein Gott, ist mir auch mal passiert. Ich hab den falschen Kerl angemacht. Das kann so böse sein. Oh, ist mir auch mal passiert. Da habe ich aus Versehen. Es ist funny story, by the way. Grüße gehen raus an meine Mom. Ich habe dann auch mal sowas gemacht. Auch gekocht. Da habe ich die falsche Herdplatte angemacht. Und dann habe ich dort eins ihrer Küchentücher verbrannt. Und sie hat sich bis Ewigkeiten gefragt, wie dieses Loch in dieses Küchentuch gekommen ist. Weil ich hab's halt dann natürlich so hingedreht, so, hä, ich war das nicht und so. Und sie hat sich bis... Ich weiß nicht mal, ob sie es weiß, dass ich es war. Aber sie hat sich sehr lange den Kopf zerbrochen, wie dieses Loch da reingekommen ist. Sie dachte kurzzeitig so, wir hätten Motten oder sowas. Das waren meine Kochskills. Kann ich Link kopieren? Was kommt da jetzt? Oh, weia. Ich will nicht runtergespült werden. Ich will nicht. Oh mein Gott, ich werde runtergespült. Wie kacke. Stop! Ich werde runtergespült wie Kacke. Nein, wie Kacke, also wie Kacke ist das? Oh, ja, okay. Okay. 400.000 Möhrchen, das ist eine halbe Million. What? Keine Ahnung, ich bin schlecht in Zahlen. Lass mich mal gerade ganz kurz gucken. Ich glaube, ich habe den falschen Spielstand geladen. Ah! Ich habe den falschen... Nein, ich habe da drüber gespeichert gerade. Oh nein, wie kann man so dumm sein? Ich habe gerade gespeichert, statt zu laden. Und ich habe genau den speichert... Oh Gott, bitte sagt mir. Oh nein! Das heißt, ich muss die Scheiße nochmal machen. Ich fühle das so unnormal doll, doller als ich es eigentlich fühlen sollte. Oh, ja, kenne ich. Oh, schrecklich, ja. Jetzt geht's hier los. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Oh mein Gott, dieses Gimmick hat mir zu recht. Was ist das? Oh mein Gott. Das Gimmel, das kommt damit nicht klar. Oh mein Gott. Oh mein Gott, noch eine Runde. Link, where are you? Are you still there under me? It's so dark. I can't see my beak in front of my face. Watch your step. I don't want you to trip over anything. Okay, der war funny. Oh mein Gott, ist das schwer. Also, wir müssen, glaube ich, hier längs denken. Wir müssen längs denken. Nicht hoch, oder ist das quer? Das ist längs, das ist quer. Wir müssen quer denken. Das heißt, oh, quer denken. Gibt's so ein... quer denken. Gut. Ja. Aber es war ja nicht quer. Ist quer nicht quer? Na, egal. Richtig cuten Arbeitskollegen, den treffe ich immer auf dem Gang. So ein braunhaariger, mit braunen Augen, der sieht so cute aus. Und immer wenn er mich sieht, dann freut er sich. Das sehe ich daran, dass er mit seinem Schwanz wackelt. Na okay, ja, der ist schon wirklich cute. Ja. Der ist schon sehr süß, ja. Mhm.
kam gerade ein Funke von dem einen Ding. Reicht dann? Okay. Immer für Rot und Braun noch. Lilly grün. Ayo! Los! Okay, der war gut. Der war sehr gut. Zu sich halt mit dem Mod. Iraldis, ich habe heute mit dir gespielt. Ah, sie ist. Ah, ich will was mit Iraldis machen. Ich weiß auch nicht, ne? Sie ist so eine coole Socke. Sie ist so eine fucking coole Socke. Das ist unglaublich. Es macht so fucking Spaß, mit ihr zu zocken. Ist mir aufgefallen. So, einfach. Ihr Humor ist einfach beste. Ihr Humor ist einfach too good. Ist einfach super. Posten einfach nicht mehr so wohl und. Hat darum gebeten, sie zum VIP zu machen. Fünfmal sagen, abonniert Twitch Clips Germany. Und irgendwann ist das dabei. Ja, nice. Es war doch mal wieder eine super tolle Folge. Ich meine, es war wirklich eine super tolle Folge. Endlich mal wieder TCG. Ich meine, wir hatten genug wir hatten genug Erschrecker. Wir hatten genug von so Momenten, wo man einfach nur geguckt hat. Ja, und wo wir lachen mussten. Perfekt. Unsere Lieblinge waren alle dabei. Und noch viel mehr. Ne? So. Wir hatten alles Mögliche dabei. Kunterbunt finde ich super. Dankeschön. Thumbs up für dieses wundervolle Video. Ich like es jetzt auch nochmal. Ganz wichtig. Twitch Clips Germany abonnieren, liken, kommentieren. Ihr wisst es. Und dadurch, dass halt eben wieder freigeschalten ist sein React-Kanal, kommt diese Reaction wieder bei Twitch Clips Germany. Das heißt, schaut gerne bei ihm vorbei, checkt die Reactions ab und ich freue mich sehr. Ich sag jetzt tschüss YouTube, tschüss. Mein Chat auch. Die sind gut erzogen. Tschüss YouTube, tschüss.